Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. Heute sage ich nicht falsch zur Anmoderation. Ja, wir gucken mal, wie weit wir sind. Das müsste es eigentlich gleich geladen haben. Jetzt. So, wir haben ein wenig hier das Spiel verrutscht. Einen kleinen Moment. Hängt das gerade? Moment. Mal ganz zurück hier und schalten mal auf Stopp. Zack. Warum kann ich das ja nicht verschieben? Sag mal. Hä? Jetzt kann ich es verschieben. Den Modus. Okay. Zack. Ja, sehr schön. Guck mal, hier ist Stahnsdorf. Guck mal. Hier ist Kattelhof. Wir gucken erstmal hier, ob alles Roger Rogerson ist. Bei den Linien. Der Bus, der macht noch Problemchen. Der hat aber einen guten Tick. Dann hier haben wir 11 Minuten. Und der fährt sich ein. Der fährt sich noch ein. Dann haben wir Städte hier. Elfhausen ist. Ne, warte mal. Mal sortieren. Elfhausen ist das höchste, danach kommt Subrock. Der Kattelhof kommt erst an dritter Stelle. So. Zack, zack. Hier warten die meisten mit. Weil es natürlich in der Mitte liegt mit der Bahnhof. Hier ist eine Tunnelfahrt. Können wir wieder mal auf Play machen. Gucken wir uns mal diese hier an. Das ist unser orangener Zug. Die fahren 40 Stundenkilometer. So, hier bitte auch, wie die Nahrungsquelle ausschaut. Guck mal, hier hinten. Hier hinten ist ein Bauernhof. So nennt sich das. Den Bauernhof könnte man ja hiermit verbinden. Und die Lebensmittel könnte man in die Stadt fahren, in Hilz. Nach Hilz. Ich möchte hier mal bitte die Stadtliste haben. Da. Ist das hier bei Einkaufsmöglichkeiten? Zack. Nur das Problem, wir haben gerade irgendwie Minus. Was ist da los? Mal kurz hier gucken. Eisenbahn. Die macht eigentlich gut Plus. Nur sichtbare. Was machen die hier? Wenn ich da mal so mache. Die machen eigentlich auch gut Plus. Eben nur der Zug macht noch Minus. Aber das kommt auch mit der Zeit, dass der Plus macht. In Alfhausen haben wir eigentlich nur eine Minusstrecke, aber die gibt sich. Wir haben noch einen Kattelhof, da macht aber alles Plus.
Aber die Linie, die macht schon gut Plus, aber die hat auch zwei Züge. Dann macht das auch Sinn. Ich weiß nicht, wie viel hier nach Hilst wollen. Wir warten 14. Wo ist der Zug? Fährt der gerade zurück? Der kommt gerade an. Wir wollen 17. Wie viel passen rein in das gute Stück? 36. Er macht Minus, weil er noch nicht besetzt ist. Vielleicht, wenn er jetzt besetzt ist mit den 17 Mann, die gerade hier standen. 20. Ja, umso besser. 21 sogar. Und jetzt fährt er zurück. Jetzt fährt er zurück. Wir warten jetzt erst 16 Leute. Aber das wird wahrscheinlich auch mit der Zeit immer mehr werden. So, drehen wir wieder so. Und gucken wir mal. Haben wir irgendwo eine Ölquelle? Wir sind übelst hohe Felsen. Wir können jetzt den Personenverkehr noch ein bisschen weiter ausbauen. So, dass wir jetzt zum Beispiel von Hilst. Na, irgendwo hier hinten ist es sinnlos. Das ist sinnlos. Was macht jetzt mehr Sinn? Wir brauchen eine flache Strecke. Eine flache Strecke. Das ist aber eine lange Strecke, ja. Das verbinden wir. Das ist eine lange Strecke. Ah, die zwei Ortschaften. Ah, der Sobrock noch mehr gefördert dadurch. Der wird ja lieber. Hier, Valmo Hilst, dass die Leute auch noch mit dem Zug mitfahren hier. Ja. Das können wir machen. Das ist ja nur so ein Bahnhof. Was passiert denn, wenn ich den jetzt aufrüsten will auf zwei Gleise? Passiert nichts. Was wird das kosten? Oder kann man machen. So, zack. Tun wir hier mal ein bisschen was rausführen. Auch nicht möglich. Cluster möglich. Zack. Hier ist alles möglich. Zack. Und tun wir das Gleis hier so drauf. Und mal kurz die Linie angucken. Ja, der bewegt sich dann dahin. Das ist sehr gut. Müssen wir mal kurz hier hinten gucken, wo das Örtchen ist. Er geht ganz steil runter. Ist eigentlich ein Tunnel angebracht, oder? Ist ein Tunnel angebracht. Gehen wir mal rein. Da mit Y noch mal ein bisschen rauszoomen. Gehen wir mal hier so rüber. Zack. Nein. Machen wir so. Also geht's besser. Und rein hier. Nee. Nee, nee, nee. Wisst ihr, das nimmt das schon wieder nicht an. Müssen wir mal so machen. Nee. Und jetzt kommen wir von hier und wollen hier dran gehen an das Gleis. Genau. Das nimmt dran. Aber jetzt ist hier der komische Pippus dran. Na, das macht ja nichts. Jetzt gehen wir hier lang. Immer schön darauf achten. Ganz leicht. 91, na, das kriegen wir preiswerter hin. Nee, nee. Genau. Geht's nämlich jetzt nach unten. Geht's ja, meine Freunde, nach unten. So, jetzt kommt hier ein schöner Tunnel hin. 730.000. Nee, das ist mir zu teuer. Müssen wir den in Stückchen bauen hier. Aber das selbst ist mir gerade ein bisschen zu teuer. Müssen wir den mal hier ein bisschen faster laufen lassen. Den guten. Dann müssen wir hier jetzt mal die Landnutzer angucken, wo wir den schönen Bahnhof überhaupt hinpflanzen. Passt eigentlich perfekt hier zwischen. Hier so.
Sag. Jetzt haben wir keine Zeit mehr für Gleise. Jetzt wieder. Mal gucken, ob wir irgendwie dort hochkommen. Noch höher. Richtig steil müssen wir ja hochgehen. Ah, das schaffen wir irgendwie. Das ist ein bisschen sehr steil. Und hier wird es dann schon teuer. Müssen aber von der anderen Seite gegenarbeiten. So. Hier müssen wir dafür runtergehen. Jetzt sind wir im Minus. Das ist nicht gut. Meine Freunde, das ist gar nicht gut. Zugstrecke ist aber sehr wichtig. Wir mal gucken, ob das eine Verbindung. Da ist sogar die Steigung zu groß. Das ist nicht gut. Wir müssen wir außenrum gehen. Warte mal, abreißen. Ach, das kostet ja jetzt auch noch. Ach, du Heimatland. Können wir denn noch ein bisschen was aufnehmen hier? Zack. Wir können noch ein bisschen was aufnehmen. Warte mal, machen wir Stopp. Leihen wir mal ein bisschen was hier. Zack, zack, zack. Nur, dass wir es abreißen können. Ja, das Abreißen. Jetzt können wir es eigentlich durchbauen, ne? Warum reiße ich denn das ab? 1,1 Millionen. Ja, ist das besser, wenn ich das so mache? In Schritten? 77.000. Machen das mal in kleinen Schritten. 148. Nochmal 400. Mal 300. Nochmal 300. Kommt man doch billiger. Mensch. Kommt man doch viel billiger. Und für den Rest kaufen wir dann hier in der nächsten Folge einen kleinen Zug. Und da sehen wir uns nämlich dann auch wieder. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.